Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Mass Effect Teil 12 und 13. Streamen wir heute noch und danach geht's in die Let's Play Retro Nacht. Aber dazu gleich später irgendwann mehr. Jetzt starten wir jetzt erstmal Mass Effect und ja, es lädt auch. Das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt nur das Fenster richtig rücken. Okay, jetzt habe ich nur ein Problem, so sehe ich den Chat nicht. So, hier kriege ich das jetzt hin in dem Twitch-Chat. So. So hätten wir den Twitch-Chat da oben. Mal. So, Alt, Z, so. Sonst müsste er theoretisch doch oben bleiben können. Nein, verschwindet nach unten. Okay. Dann sehe ich den Twitch-Chat eben aktuell noch nicht. Okay. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht viel weiter Zeit verlieren. Ich bin eh schon 33 Minuten später dran, wie ich es ursprünglich mal eingeplant hatte. Und deswegen legen wir dann noch gleich los. Jetzt müsste es nur noch der Twitch-Chat auch. Ich will ihn gerade versuchen, hier meinem Handy zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt jetzt den Ton nicht gehört. So, und jetzt habe ich nur den Chat. Okay. Und damit herzlich nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, deswegen bin ich hier unten. Ich habe die Cheat-Konsole verwendet. Und zwar, um wie gesagt, die Original-Rüstungen in den Leveln 3, 5, 8 und 10, dass man die nicht mehr kaufen muss, weil, wie gesagt, ich finde halt, dass die Standardrüstung zu jedem Charakter am besten passt. Und halt jetzt ewig lang zu suchen, wird die Spielzeit nun, also dass man immer die richtige Rüstung findet, irgendwann sollte man auch eine stärkere Rüstung haben und stärkere Waffen haben und was weiß ich nicht alles. Und immer zu suchen zu und das kostet zieht die Spielzeit nur unnötig in die Länge. Und deswegen habe ich mir das jetzt frei, wie ich bin, ercheatet. Keine Angst, ich trage jetzt aber nicht schon die Level 10, sondern das kann man ruhig zeigen. Ja, das ist meine Waffe. Bei den Waffen habe ich hier Level 4, 6, 8 und 10 und ansonsten 3, 5, 8 und 10 bei den Rüstungen. Ja, so. Als kleiner Beweis und für die anderen Charaktere auch. Bis auf für einen Charakter, jetzt hätte ich fast gesagt Verfolger. Ein Crewmitglied, das halt noch fehlt. Ein Tier gesprochen haben wir ja mit allen schon. Und deswegen würde ich sagen, kommt jetzt die Premiere. Wir steuern das erste Mal das Schiff aus dem Hangar. In der letzten Folge gab es ja auch noch diese große Ansage an die Crew, wie es jetzt weitergeht. Oder was unsere Mission und was unsere Aufgabe ist. Und hier willkommen auf der Zitadelle. Rechtsklick, um herauszuzoomen. Zoomen Sie, bla bla bla. Aber jetzt lesen wir mal ganz kurz hier noch.
Diese gigantische Raumstation, die vermutlich von den seit langer Zeit ausgestorbenen Proteanern erbaut wurde, dient als politisches Zentrum des Zitadelrates. Die Schwerkraft wird durch Rotation erzeugt und beträgt 1,02 G in den Bezirken und nur 0,3 G auf dem Präsidiumsring. Gesamtlänge geöffnet 44,7 Kilometer, Durchmesser geöffnet 12,8 Kilometer, Bevölkerung 13,2 Millionen ohne Keeper, Gesamtgewicht 7,11 Milliarden Tonnen. Also es ist wirklich eine gigantische Stadt auf einer Raumstation. Hier sieht man sie auch nochmal. So, und das erste Mal verlassen wir jetzt den Serpentnebel und haben hier gleich mehrere Anflugsziele, aber ich würde sagen, wir holen uns zuerst das Crewmitglied, das uns fehlt, und fliegen dazu in den Artemis-Tau-Cluster. Und jetzt müsste man wissen, Sparta, Makedon, Athens oder Knossos. Fliegen wir mal nach Sparta. Man kann sowieso auf ganz vielen Planeten hier in dem Spiel noch landen. Für einige Fans haben es vermisst, dass diese Landefunktion mit dem und das Herumfahren auf einem anderen Planeten mit dem Markus weggefallen ist, da ist dieses Fahrzeug. Ab Mass Effect 2 gibt es das so in dieser Form nicht mehr. Die allermeisten Spieler fanden das gut so, dass es nicht mehr dabei ist, weil es angeblich nur genervt hat. Aber es gibt so eine kleine Gruppe von Spielern, zu denen gehöre ich auch, die sich gefreut hat zu hören, dass dieses Fahrzeug nochmal zurück in Mass Effect 4 geschafft hat. Und wir haben hier einen Asteroidencluster gefunden. Und dieser Asteroid, Silizium-Asteroiden, der durch Schwerkraftlose zusammengehalten wird. Radius 12 Kilometer. Und das erkunden wir. Und wir hatten eine proteanische Datendisk entdeckt. Okay, haben wir hier sonst noch was? Und dann schauen wir uns mal die Planeten durch und durch an. Dremanre. Dremanre ist ein Zwergplanet, der aus leichten Magnesium-Silikaten besteht und Vorkommen von Aluminium aufweist. Seine Oberfläche ist mit sehr alter, dunkler Basaltlava bedeckt. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Planet durch eine Kollision mit einem anderen Gestirn dieses Systems entstanden ist. Dremanre verfügt über kein Magnetfeld. Aus diesem Grund können Schiffe ihre Antriebe hier nicht entladen. Aber die sehr geringe Schwerkraft von Dremanre ermöglicht auch Schiffe der Kreuzerklasse eine sichere Oberflächenlandung. Orbitalperiode ein Erdenjahr, Radius 1528 Kilometer, Tageslänge ein Erdenjahr. Wow, also er dreht sich so gut wie gar nicht. Atmosphärendruck 0,0 atm, Oberflächentemperatur 55 Grad Celsius und die Oberflächenschwerkraft 0,1 g. Ich glaube, das lese ich aber jetzt nicht bei jedem Planeten vor. Denn dann sitzen wir hier noch bis Teil 13. Ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Nup-Signal zu sein. Okay, das ist auch schon mal interessant. Entschuldigung, musste mal gerade in einen sehr leckeren Schokokeks beißen. Edolus. Edolus ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Und Stickstoff, wo haben wir es denn? Die Oberfläche von Edolus wird durch riesige Wüsten aus Silikatsand bedeckt. Es existieren nur wenige Gebirgslandschaften, die Schutz vor Staubwinden bieten. Der Orbit von Edolus ist voll von Trümmern, die von dem Gasgiganten Ontamalka hierher geschleudert wurden. Aufgrund der häufigen Meteoriteinschläge gilt eine Erkundung des Planeten als sehr gefährlich. Orbitalperiode 2,7 Erdjahre, Radius 5729 Kilometer, die Tageslänge entspricht 50,3 Erdstunden, 0,8 atm Atmosphärendruck, die Oberflächentemperatur ist mit minus 1 Grad Celsius verdammt kalt und die Oberflächenschwerkraft 0,87 g, also weniger wie auf der Erde. Und dieses Gebimmel gerade eben, ich weiß nicht, ob man es gehört hat im Hintergrund, erinnert mich daran, dass ich hier noch was auszuschalten habe, sonst kommt nämlich jetzt alle paar Minuten
dieses Gebimmel nochmal. So. Da sind wir nochmal. Perfekt. Und dann landen wir doch einfach mal. Den holen wir denn hier jetzt mit? Ich würde sagen, Garrus waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Und ja gut, es ist halt schon ein starker Kämpfer. Garrus, wir sind ja schon Soldat mit guter Kampfstärke. Garrus ist noch ein halbwegs guter Techniker. Sie ist halt ein sehr guter Techniker, aber gar kein Kämpfer. Er ist Halbkämpfer, halb Techniker. Er ist halb Biotiker, halb Techniker. Er ist halb Kämpfer, halb Biotiker. So hätten wir halt wirklich eine extreme Kampfstärke, aber sehr schwache Biotik- und Techstärke. So hätten wir, glaube ich, die maximalste Kampfstärke rausgeholt, die es hier die es aktuell gibt. So die größte Techstärke. Nein, so die größte Techstärke. Ne, so groß. Die Techstärke an sich wird nicht größer, aber hier hat man noch ein bisschen Biotik dabei. Hier die aktuell bestmögliche Biotikstärke. Naja, komm, wir holen trotzdem Garrus und Tali mit. Den Turianer und die Quarianerin. Ich meine, wir haben ja immer noch genug Missionen und Landungen und was weiß ich was für noch, die Crew ordentlich durchzuwürfeln. Und das ist unser Landungsfahrzeug, der Marcos. Und da kann ich euch noch was Geiles zeigen mit einem Cheat. Man kann hier ein bisschen springen damit. So, aber das war's schon. Und seht ihr, jetzt wird schon weniger, denn irgendwann ist das auch leer. Und wenn man jetzt diesen Cheat verwendet, Upgrade Vehicle. Pass mal auf. Ich kann fliegen und mich mal umschauen. Irgendwann. Was auch, aber jetzt schauen wir uns hier mal um. So, Notsignal, Trümmer oder Anomalie. Wir fahren zuerst mal zu den Trümmern. Und an dem Notsignal wird nämlich die Mission sein. Und so können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Denn wir importieren wir werden ja alle drei Mass Effect Spiele durchspielen und wir importieren jeden Spielstand und dann sollte man besser, also ich will das mir keinen Nachteil, sondern am besten immer die Vorteile erarbeiten für den nächsten Teil. Wow. So, den Berg erklommen. Das ist die abgestürzte Sonde. Und unsere Elektrikfertigkeiten sind deutlich zu gering. Okay. Okay, auch gut zu wissen. Dann fahren wir jetzt zur Anomalie. Ah doch, das wäre hier vermisste Marines. So, Signal, proteanische Daten. Das haben wir jetzt einer gefunden. Okay. Das wäre Liara Tirsoni und das wäre angeblich Liara Tirsoni. Dann fahren wir doch mal zur Anomalie. Wir können ja nichts mehr als verlieren. Weil sich mir gerade hier noch was anderes gezeigt hat. Hier unten ist doch noch was. Dann ist nämlich doch ein Erzvorkommen. Das ist auch nicht schlecht.
Das haben wir ein Lithium-Vorkommen. Suche nach Mineral beginnen. So, Codex können wir als gelesen markieren. Tagebuch. So, wertvolle Mineralien. Wir jetzt ein Leichtmetall gefunden. So, und jetzt fahren wir weiter zu dem bei uns donnert es draußen gerade richtig. Also heute hat ja in ganz Deutschland dieses Sturmtief Niklas gewütet. Und da hatten wir bisher noch relativ wenig davon abbekommen hier bei uns. Ein paar umgeknickte Bäume, ein paar umgestürzte Schilder. Nichts Schlimmes. Und halt ein bisschen Regen und Wind. Aber jetzt da draußen scheint es gerade richtig zu donnern. Dann müsste ich ja doch nachher auf Fahrenheit verzichten und direkt Phantasmagoria und was weiß ich noch was, dass wir noch an Horrorspiele haben, zocken. Um die richtige Stimmung zu regeln, aber nee. Heute ist Let's Play Retro Nacht. Das verschiebt sich ja alles diese Woche ein bisschen um eine Nacht, weil gestern noch ein bisschen gefeiert. Und mumifizierter Salarianer, okay. Da bergen wir doch einfach mal dieses Artefakt. So. Sie haben Captain Milons ID-Tag gefunden. Was, wie es hierher kam, bleibt ein Rätsel. Tagebucheintrag und nach Kampfzeichen suchen. Da gibt es Liga-Medaillons, 10 Stück und 3 salarianische ID-Tags. Ich glaube, es gibt mehr, aber so viel muss man finden, um die Missionen hier zu beenden. Und jetzt fahren wir zum Notsignal. Jetzt haben wir hier soweit alles. Ich meine, wir sind ja schon eine gewisse Zeit im Game unterwegs und wird auf die paar Minuten hier bei dem Nutzsignal auch nicht angekommen sein. Wow, ein Dreschlund. Also, wenn der uns erwischt, sind wir tot. Wow! Beinahe reingeflogen. So, wir haben es geschafft. Der Dreschlund ist besiegt. So, und hier liegen verdammt viele Allianz Marines. Versuchen wir die mal. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Bereit, wenn sie es... Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando.
Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Ach, das war das mit Admiral Kahuku. Ich habe nur auch ein geiles Bergungsfahrzeug hier gehabt. Steigen wir schnell nochmal in den Markus ein. So, dann gehen wir mal hier auf die. Was da? Haben wir jetzt gelesen, markieren. Toll, ganz toll. Mein Handy hat sich gerade total aufgehangen. Wenn das geht, beenden. Neu starten. Mass Effect. Mein Kanal. So. Und hier ist jetzt das Bild schwarz. Das sollte aber eigentlich nicht so sein. Ach, ist mir jetzt egal. Ich stream jetzt hier weiter. Das Einzige, was ich jetzt hier mal noch machen könnte, wäre. Ah. Verdammt. Hier auf dem Dashboard gucken, ob alles geht. Ja, angeblich funktioniert es hier einwandfrei. Ich habe da hatte ich zumindest Bild, warum es jetzt mit der App nicht geht, keine Ahnung. Hauptsache der Chat geht. Drücken wir es so aus. So, und jetzt gucken wir hier nochmal Tagebuch. Das war nicht das vermisste Marines. Da müssen wir jetzt mit Kahuku sprechen. Da müssten wir jetzt theoretisch zurück zur Citadel, aber das machen wir jetzt mal nicht. Denn wir fliegen jetzt, wir suchen jetzt hier das System weiter ab nach Talisora. Ne, Quatsch, nicht Talisora. Liara Tissoni. Talisora ist die Quarianerin. Der Tochter von Matriarchin Benicia. Hier ist gar nichts zu holen. Bei dem was zu holen. Ein blauen Gigant. Wir haben ein Gasvorkommen entdeckt. Okay. Und hier auf Alzakis haben wir ein seltenes Element gefunden. So, und hier noch ganz kurz einmal so rum. Nee, haben wir nix. Und dann fliegen wir ins Knossos-System. Fliegen wir mal gegen den Uhrzeigersinn. Aha, und da hab ich endlich mal auch Bild. So, ein metallhaltiger Asteroid gefunden. Schwermetall entdeckt. Perfekt. So, und dann schauen wir uns hier den Planeten mal an. Das ist Phaistos, oder Phias, der Phaistos, eine kleine terrestrische Welt mit dünnem Blablabla. Uninteressant. Ich schaue auf die Ukukus, sind wir nämlich schon bald am Ende dieser Folge. Und Terum. Terum ist eine sehr weit entfernte, aber reiche Industriewelt, die von der Allianz beansprucht wird. Die reichen Schwermetallvorkommen haben einen wahren Herstellungsboom auf der Erde beigetragen. Kernproben von Fossilienfunde von einfachen siliziumbasierten Organismen belegen, dass Terum in der Vergangenheit ein lebensfreundlicher Planet als ein lebensfreundlicherer Planet als heutzutage war.
Das könnte die vielen proteanischen Ruinen auf der Oberfläche erklären. Die meisten davon sind mittlerweile von Minenunternehmen erschlossen worden. Gründungsjahr der Kolonie 2167, Bevölkerung aktuell 34.000, Hauptstadt ist Nova Jekaterinburg und 4,6 Jahre ist die Orbitalperiode, Radius 6724 Kilometer, Tageslänge 28,3 Erdstunden, Atmosphäre 0,68 ATM, 59 Grad Celsius, Oberflächentemperatur, das ist verdammt heiß, ab 60 gibt es glaube ich die ersten Verbrennungen. Und Oberflächenschwerkraft 1,12 G, also ein bisschen schwerer wie auf der Erde. Aber da landen wir, denn da ist, wenn ich mich recht entsinne, auch diese Person, die uns noch fehlt, das fehlende Crewmitglied. Und das letzte Mal haben wir die beide geholt, deswegen holen wir jetzt Erdnet Rex und Kaidan Alenko, holen wir ein bisschen Biotik und Tech mit. Schaden kann es, glaube ich, nie. Ja. Was ist der Weg, den wir hier durchfahren müssen? Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Diese Lava-Oberfläche hier scheint zumindest auch zu erklären, warum es hier so heiß ist. Das sollten wir auch tun, dich nicht drankommen im Auto. Ah, und noch was, wenn man mal gestartet und noch mal gelandet ist, also wenn man eine Erkundung beendet hat und landet auf dem nächsten Planeten, dann hat ja Markus diesen Cheat-Effekt verloren. Ich wollte euch ihn einfach nur mal zeigen, deswegen war er schon eingegeben. Wow, was kommt denn da? Was kommt denn da an? Ein Gate-Schiff. Oh, total nicht getroffen. Ja, verdammt, voll getroffen worden. Und wie man sieht, der Markus hält zwar schon viel aus, aber dann auch nicht so viel. Und wir sind scheinbar hier recht unbeliebt. Nur ein Narr haut einen Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Wow. Na, nicht hoch genug geflogen. Zu früh geflogen. Ah, wir kommen hier drum rum. Oder von den Felsen hier wegkommen. Ah, und zwar hier ging's rein. Okay.
So, und wir holen jetzt schön brav das Sturmgewehr und Kaidan holt sein Sturmgewehr und Garrus kann das andere behalten. So. Spind überbrücken wir manuell. So. Brauchen wir eh nicht. Also können wir es auf Universalgel reduzieren. So, und auch wenn wir jetzt eigentlich am Ende dieser Folge schon angelangt wären, ich würde sagen, noch ein ganz klein bisschen, wir schauen noch, was in dem Gebäude da drüben ist, und dann beende ich die Folge, 11 von nein, 12 von Let's Play Mass Effect, Folge 12 ist das ja schon, und mache weiter mit Folge 13. Und, was haben wir hier, ein Upgrade-Kit. Ja, ich weiß, ist ja gut. Ja, ich mach den Reiser 3 oder Radioaktiv 3. Keine Ahnung. Wir bekommen doch nochmal Platz. Ab einem gewissen Level verkaufe ich ja auch einen Teil. Komm, holen wir auch noch alles mit. Radioaktiv. Und guter Kühlkörper rein. Der kriegt panzerbrechend. Der kriegt die Reisermunition. Der Anzug kriegt die Gift ist hier im Spiel doch recht schnell zu unterschätzen. Und Kaidan bekommt hier dann das andere. Fertig. So, und das Squad. Wir haben jetzt Stufe 14. Ich würde sagen, ab Stufe 15 holen wir schon von allem die nächsthöheren Level. Und dann sehen wir mal weiter. Und da gehen wir hin. Aber wir können ja endlich Schrotflinte freischalten oder Präzisionsgewehr, das ist. Oder arbeiten wir aufs Präzisionsgewehr hin. Oder Fitness ist natürlich auch was. Immunität, Werfen, ist natürlich auch nicht schlecht. Die Soldat-Dinger hier, einzeln kann man hier nichts unterschätzen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach hin und, nee. So. Ich verteile die jetzt einfach mal hier. So, fertig. Kaidan levelt sich selbst auf und Rex levelt sich selbst auf. Das haben wir so eingestellt. Codex gibt es auch nichts mehr Neues. Und dann beende ich an dieser Stelle. Obwohl, nee. Wir gehen noch. Na, wir waren ja schon hier drüben im anderen Gebäude. So, dann beende ich an dieser Stelle Folge. Hau mich blau. Nee, Folge 12 von Let's Play Mass Effect und für die, die das YouTube sehen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und für alle anderen lässt sich im Moment so viel sagen. Also Quatsch, für die hier auf Twitch geht es natürlich dann direkt weiter mit Let's Play Mass Effect.